wenn du glaubst, du bist ganz allein und du fühlst dich viel zu klein, um wichtig zu sein. Geh deinen Weg, du wirst bald sehen. Glaub mir, du wirst es verstehen. Jeder ist anders, es hat seinen Sinn. Es hat seinen Sinn. Du wirst bald wissen, wer du wirklich bist. Schließ die Augen, hab nur Mut. Du wirst bald wissen, dass du fliegen kannst. Du bist du, du bist du. Du musst nicht weit gehen, du musst nicht lang suchen. Hinein und du wirst ganz fest spüren, Mut ist im Herzen, denn es hat seinen Sinn, alles hat seinen Sinn. Du wirst bald wissen, wer du wirklich bist. Schließ die Augen, hab nur Mut. Du wirst bald wissen, dass du fliegen kannst. Ich bist, schließ die Augen, hab nur Mut. Du wirst bald wissen, dass du fliegen kannst. Du bist du, du bist du. Du wirst es spüren, hör in dich hinein, den Mut ist im Kelly und unsere kleinen Spatzen. Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Wow. Liebe Malte, bist du ein bisschen stolz auf den ersten Ausflug? Guck mal, Vorsicht, jetzt müssen wir noch mal den Kopf einziehen, denn die Hummelbommel kommt noch mal zu uns geflogen. Wow, 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 wow. Die machen Looping, aber ich weiß nicht, ob sie gut sehen kann oder ob sie im Blindflug auf uns zukommt. Die kommt zu mir jetzt. Die kommt zu dir, glaubst du? Ja. Ach komm. Ich bin lieb im Gegensatz die zu dir. Die Hummelbommel. Nee. Ah. Komm her, oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Die kleine Hummelbommel. Florian, danke, du hast es möglich gemacht. Das war ein Traum schön von mir. So, jetzt lass die mal fliegen. So, die will Spaß haben jetzt. Jetzt hat sie das Fliegen gerade gelernt. Hallo Bommel. Flieg noch eine Runde und hab Spaß. Ganz toll, danke schön, Florian. Sehr gerne. Bist du denn ein bisschen stolz auf diesen ersten Höhenflug? Du bist ja die Hummelmama. Ja, also natürlich nicht alleine. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Britta. Die ist Erfolgsautorin für ganz dicke Bücher. Mhm. Und ich komme aus den Kurzgeschichten, also die Kinderlieder-Domäne. Und wir haben uns angefreundet und dann sagte sie, weißt du, Malte, das Thema Hummeln ist eigentlich uns Menschen so nah. Denn auch wir eigentlich können ganz viel und wir wissen es vielleicht gar nicht. Oder uns wird man gesagt, dass es gar nicht geht. Ja. Und wir fanden dieses Thema so spannend. Und wir haben es vor 2 Jahren einfach gemacht. Und das ist jetzt ein mega Erfolg, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und deswegen, das ist einfach. Und dann heute Abend sowas zu erleben, ich kriege gerade Gänsehaut. Wirklich, danke dir, Florian, dass sehr, du das sehr machst. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns. Wir wussten nicht, dass du auch Autorin bist mittlerweile von Kinderbüchern. Ganz toll. Da fliegt die Hummel immer noch.
Vielleicht kommt sie diesmal die zu mir. Die hat Spaß, die Hummel. Die will nicht mehr aufhören. Die dreht eine Runde. Ja, die soll heute sich wohlfühlen hier bei uns, die Hummelbommel. Nächstes Jahr mache ich den zweiten und dann fliegen wir mit ihr. Ja, genau, dann setzen wir uns da drauf. Ich habe ja gerade ausgemacht, dass ich fliege.